Es gibt ein Unternehmen, das heißt Microchips. Und das forscht rund ums Thema injizierbare Mikrochips. Und 2014 ist der Onkel Bill da mal vorbeispaziert und hat mit dem Chef des Unternehmens, Robert S. Langer, einen Tee getrunken. Seit diesem Besuch ist der Fokus dieses Unternehmens spannenderweise auf Geburtenregulierung via Remote Control, also über Fernbedienung, gerichtet. Der Bill hatte nämlich offensichtlich leicht einen im Tee und meinte, es sei doch großartig, die Körperfunktionen der Frau fernzusteuern. Noch im gleichen Jahr, 2014, hat BBC darüber berichtet, dass diese Technik 2018 ausgereift sein wird, und 2018 bestätigte das Unternehmen selbst diesen Erfolg. 2019 starten Medien und Politik eine breit angelegte Pro-5G-Kampagne, durch die die Menschen auf einmal nichts anderes als Glasfaser im Kopf haben. Die tollen Ideen vom Onkel Bill müssen nämlich von einem entsprechenden Netz getragen werden. Selbst in den hinterletzten Gemeinden ließen sich daraufhin in kurzer Zeit ganze Turnhallen zum Thema 5G-Standard füllen. Und nicht nur gesellschaftlich ist dieses Thema auf einmal wichtiger gewesen als beispielsweise Inklusion, sondern auch finanziell wurde die praktische Umsetzung mit einer Wucht durchgesetzt, die zumindest ohnegleichen ist. Die Entwicklung dieses neuen Netzstandards wurde ebenfalls schon 2014 gestartet, als ob Bill und Langer bei ihrem Teekränzchen auch darüber gesprochen hätten. Seit mindestens 2015 gab es bezüglich dem Thema einen Aufschrei von über 200 Wissenschaftlern, die in einem Appell auf die bewiesenen Schädigungen durch 5G hingewiesen haben. Nicht "es steht im Raum" oder "es könnte sein, dass", sondern "bewiesenermaßen". Das ist der Wortlaut, ja, und es kommt selten genug vor. Dieser Appell wurde jährlich erneuert und von immer mehr Wissenschaftlern und Fakultäten unterzeichnet, während die WHO sowie die Politik ihn gleichermaßen über die Jahre ignorierte. Digitalisierung first, Bedenken second, oder bestenfalls niemals. Durch die Massenpropaganda wurden diese Bedenken nämlich, wie so oft, insbesondere vom 0815-Menschen, vom dummen Pöbel, selbst zur Verschwörungstheorie erklärt. Ja, denn ist das nicht auch zu absurd? Ein global um den Globus gesponnenes Netzwerk? Das muss doch eine Verschwörungstheorie sein. Das klingt schon recht utopisch, Elon. Elon, was machst du da? Neben das Wort Vollpfosten können wir im Duden ab jetzt schreiben Vollidiot, der Masten aufstellt. Primitiv jedoch im Vergleich zu dem, was jetzt gerade passiert. Denn 420 Satelliten hat der gute Elon bereits jetzt in den Weltraum geschossen, um jene technische Grundlage für die tollen Ideen des Onkel Bills zu installieren. Schöne Scheiße. 11.000 weitere Satelliten lässt er sich gerade in diesem Moment genehmigen und 30.000 sollen es am Ende werden. Das Letzte, was im Grunde genommen noch zu unserem schlechten Science-Fiction-Film fehlt, ist ein Zugang zu Menschen zu legen. Aber gut, wie will der alte Bill das denn anstellen? Mal eben die WHO kaufen, die Definition von Epidemie ändern und dann den Notstand aufgrund einer Epidemie ausrufen lassen, die es gar nicht gibt? Ja gut, Corona. Aber ich meine, will der sich hinstellen und uns ins Gesicht sagen, bevor wir uns nicht die Nadel in den Arm rammen, wird sich hier nichts ändern? Das ist ja also 9 Minuten. 9 Minuten erscheint Bill Gates 2020 in den Tagesthemen im Ersten und erzählt, dass ohne Impfungen keine Rückkehr zur Normalität erfolgen wird. Wacht bitte auf. Wir denken bei Begriffen wie Werkzeug an Hammer oder Schraubenzieher, ja, und können dann fröhlich am Rad drehen. Was bitte meint ihr denn, was ein Mensch, der so viel Geld hat, dass es außerhalb unserer Vorstellungskraft liegt, für Verknüpfung im Hirn hat, wenn er an das Wort Tool denkt? Kannst du und willst du dir nicht vorstellen, dann geht's dir wie mir. Aber das zu begründen mit der Aussage, weil die Politik und Medien in der Vergangenheit doch so oft bewiesen haben, wie aufrichtig und ehrlich sie sind. Seid ihr es doch wenigstens. Ändert Sprichwörter wie "wer einmal lügt, dem glaub aber auch brav" oder
wenn 1000 Leute von der Brücke springen, ja, dann spring mit Anlauf hinterher. Das wäre zum ersten Mal seit langem aufrichtig.